So, jetzt achten. Und für alles unter Schwertlänge, das ist nicht zur Nachahmung empfohlen. Oh! Man soll den Mund nicht zu voll nehmen. Komm mal, komm mal. Wollt ihr immer noch mehr sehen? Ja! Dafür holt ihr euch deine Beine auf. Erst der Gedanke macht das Wort zum Schwein, mein Lieber. Ja, Vermutung, ne? Und ich werde nun diesen grünen Stab über meinen Ärmsten schleifen. Ah, das ist so gut. Hast du noch Haare? Nein, auf Eisen wachsen keine Haare. So, zum einen und damit der zweite Arm. Oh. Ja, es riecht ein bisschen streng. Ja, pack in der Arm. Aber er macht das Bild nicht. Das leichte als entwachsen, ne? Dankeschön! Schön, die Schwester. Verachtet, staunet unter dem Arm die Gurkelei. Ja, gut. Ja, ja. Nee, jetzt richtig. Richtig unter dem Arm. Zum einen, ja auch. Und damit es unter dem anderen genauso wie tut. Ausgleichender Schmerz. Auch. Für gewöhnlich mit einem Blütenstab für einen normalerweise bewachsenen Beine. Und dann. Ich riech wirklich schlecht. Und im Winter sehr zu empfehlen, die heiße Sohle. Du stehst ja nicht mittendrin, mein Lieber. Auch hier am zweiten Beine. Wir können das stundenlang machen. So, vielen Dank. Danke. Oh, nicht in der Hose. Ja, ja, die Hose. Aber mein Gott, ich hab nicht drunter. Ich werde nun diesen Blütenstab über meinen... Unmöglich, ich hab nur drei Haare am Gemächten einziehen. Nein, ich werde diesen Stab jetzt über meinen mickrigen Kadaver schleifen. Noch vorher noch mal ein Bild zum Durchgucken. Boah, die Röntgenaufnahmen von mir. Aber lieber, ja. Lieber schmal und drahtig als rund und matig. Ja, vielen Dank. Alle Extremitäten schon verkohlt habe, werde ich für euch nun am Feuer dran rumlecken. Guten Appetit. Herrlich. Ja, die Schwestern zu trauen. Nochmal. Passiert mir jedes Mal. Auch hier nochmal, dass ihr seht, das ist meine Zunge. Danke. Zum Glück wegzungen nach.
Nachdem ich das Feuer nun geleckt habe, werde ich es auch noch fressen. Das ist traurig. Man könnte meinen, du bist der Feuer. Ja, ich fühle mit, ich fühle mit. Schmeckt lecker. So, liebe Töchterin, wer von euch ist so weise und weiß, wie man die eben gezeigte Darbietung nennt? Das Volk auf dem Beifall. Die Herbrandmandel. Drei Säbel in ein vorlautes, freches Maul. Ja. Zum Abschied war ich leise. Dem sündigen Verkünder Herold Daufler und Spruchler des Adelsteils gewesen sein. Ihr habt was im Mundwinkel. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig der Kurzweil des Vergnügens, des Spaßes und der Freude. Lasst heute Abend wohl das Geburtstagskind noch recht hochleben. Trinket auf ihr Wohl und auf ihre Gesundheit, denn ich muss dann wieder mich in die Kutsche schwingen, um mein Heimat zu reiten. Weil da sitzen 15 Kinder von 8 Schwestern, aber die wollen alle einen ganz geil heißen gute Nacht spielen. Ja, Kinder sind schnell nachgemacht. Nun aber!
ehrenwerte Folge zu haben. Herzlichen Dank für eure hochgeschätzte Aufmerksamkeit. Habt noch einen schönen Abend in diesem wunderschönen Gemäuer hier. Kommt dann allesamt in der Kutsche gut nach Hause, wenn ihr dort seid. Tut mir gefallen. Grüßt eure Frauen und meine Kinder. Vielen Dank.